Amigo. Sí, señor. Por favor. Gracias. Sí, don Nacho. Auf, John. Dann mal los. Ich rufe Caribbean Center. Hier ist Citation November 39R8 Charlie Juliet. Erbitte IFA-Freigabe nach San Juan auf direktem Weg nach Upaloca. Verstanden. Ich wünsche einen guten Flug. Danke. Die Leute von der Empire Hypo Bank werden darüber hoch erfreut sein. Wir überweisen Ihnen das Geld aufs Konto. Klasse. Ich hätte noch einen Auftrag für Sie. Ein Learjet auf Haiti. Haiti? Also Joey, ich weiß nicht. Da gebe ich Ihnen einen Korb. Diese Rückholaktionen haben keinen Reiz mehr für mich.
Hallo, Dan. Was willst du, Tony? Deine Hilfe. Da sehe ich aber recht schwarz. Jetzt hör doch erstmal zu. So, wie du mir nach dem Crash zugehört hast? Hast du dich je gefragt, wie ich mich fühle? Hm? Jemals? Mark war mein bester Freund. Und du warst wie ein Vater für mich. Du hast gegen mich ausgesagt, Tony. Seitdem kriegte ich keine offiziellen Flugaufträge mehr. Es ging dir nur um eines, die ganze Schuld auf mich zu schieben. Du hast links gesessen, Dan, und warst als Pilot verantwortlich. Das war nicht die ganze Wahrheit, und das weißt du auch. Was soll ich sagen? Einen Sohn zu verlieren, verändert schon einen Menschen. Was also willst du? Anne ist in großen Schwierigkeiten. Ihr Missionsteam soll aus einem kleinen Dorf in Kolumbien abgezogen werden, aber sie weigert sich zu gehen. Drogenbarone mit Verbindungen zu Al-Qaida kontrollieren inzwischen das ganze Gebiet. Denn es ist sehr gefährlich, ganz besonders gefährlich. Ich hatte Funkkontakt zu ihr und habe sie angefleht, den Ort zu verlassen. Ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Ich weiß nicht, wie ich da helfen soll. Auf dich wird sie hören, Dan, weil sie dich geliebt hat. Aber das ist 4 Jahre her, Tony. Wir hatten seitdem nie mehr Kontakt. Versuch es. Auf mich wird sie genauso wenig hören. Entschuldige. Macht verpflichtet als ihm. Höhere Macht. Ich bin auch einer höheren Macht verpflichtet. Und Sie sind mir verpflichtet. Haben Sie diesen Menschen nicht schon mehr als genug Kummer bereitet? Sie haben ihnen diese Phantastereien in den Kopf gesetzt. Phantastereien vom Himmel und von der Hölle. Das bereitet ihnen Kummer. Deshalb sollten Sie aufhören damit und gehen. Wenn Sie nur einen Funken Anstand haben, geben Sie den Familien ihre Männer zurück und lassen uns in Frieden. Ach ja, Anstand. Da muss ich aber lachen. Ich verliere allmählich meine Geduld mit ihnen. Das Dorf wird anbauen, was ich will. Wehe nicht. Vámonos! Vámonos! Ich kann nicht noch ein Kind verlieren. Auf dich wird sie hören, Dan. Weil sie dich geliebt hat. Versuch es. Schön, dass du noch angerufen hast. Ich war überrascht. Warum hast du dir das anders überlegt? Das weißt du doch. Was ist das? Mein Gepäck. Ich komme mit dir. Oh nein, auf keinen Fall. Da runterzufliegen und sie zurückzuholen, dazu bin ich bereit, aber nicht mit dir zusammen. Ich weiß, wo sie ist. Ich sage es dir ganz direkt. Wie willst du mir im Dschungel helfen, du mit deinem Rollstuhl? Die Hauptsache ist, dass du sie findest und zurückbringst. Die Maschine gehört an dir. Danke. Tony, ich hätte es auch umsonst getan, aber danke.
Living in loneliness, blinded by fears, I still miss you so after so many years. Swept away by emotions that I've tried to hide, but the floodgates have opened, washed away my pride. There's too much water and not enough bridge. I'm drowning in a river of tears. Lord, send down an angel to carry me across, 'cause I can't seem to get there from here. There's too much water and not enough bridge. Gibt es hier jemanden, der meine Sprache versteht? Si, Senor. An wen muss ich mich wenden, wenn ich Treibstoff brauche für meine Karre da? Ich hab den besten Treibstoff im Dschungel. Gut. Einmal voll mit Jet A. Ja. Wo wollen Sie hin, Senor? Genau dahin. Alto Risco. Nicht das beste Reiseziel, weil es da drunter und drüber geht. General Salazar. Er verbreitet dort Terror. Er zwingt die Dorfbewohner, seine Drogen anzubauen und zu ernten. Dort herrschen wirklich üble Zustände. Kann man hier essen? Ja, wir haben den besten Koch in ganz Santa Rita. Meine Frau, kommen Sie. Ach bitte, ich hoffe, ich störe nicht, aber ich höre, Sie wollen nach Alto Risco? Ja, das stimmt. Hervorragend. Das ist für mich ein Segen. Wieso? Ich komme mit Ihnen. Das sehe ich anders. Oh, Verzeihung. Ich muss mich entschuldigen. Ich bin Matteo Barrero und bin Doktor Matteo Nestor Palacio Lugo Abraham Concepcion der Zweite. Langer Name. Ich bin Dan. Wir verwenden hierzulande den Namen des Vaters und der Mutter und in meinem Fall wohl auch noch den Namen beider Großeltern. Faszinierend. Sie sehen, ich bin Arzt, ein ausgebildeter Arzt. Wissen Sie, ich kann leider keinen mitnehmen, aber hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie werden allein nicht zurechtkommen. Der Ort ist sehr schwer zu finden und ich kenne Alto Risco sehr gut. Sie waren dort? Klar. Ein Teil meiner Arbeit, denn ich betreue all die Dörfer. Wie ist denn die Landebahn? Grasboden. Ach, da unten ist doch noch ein Arzt, eine Missionsärztin. Warten Sie. Kennen Sie sie? Anne Williams. Annie. Ja, wir haben zusammen studiert. Ah, wie schön. Da kommt ja die Lieferung. Medizinische Versorgungsgüter und Geräte sind dabei. Wir eröffnen ein neues Krankenhaus für diese Region. Ein wahrhafter Segen für die Menschen hier. Ja. Und Sie können ein großer Segen für mich und für Alto Risco sein. Ich? Unser Pilot. Das ist Monika. Hallo, Jim. Hallo, Monika. Dann wollen wir die Sachen mal ausladen. Fang schon mal an. Hauptsache, die Pakete sind nicht wieder so schwer. War nett, Sie kennenzulernen. Ihre Maschine? Mehr oder weniger. Nicht schlecht. Danke. Jim Butler. Ah ja, Dan Hogan. Wo wollen Sie hin?
Alto Risco, sind Sie da mal gelandet? Nein, bin nur rübergeflogen. Es ist ein kleiner Fleck in einem sehr dichten und sehr grünen Dschungel. Hab ich schon gehört. Jim! Doc, hey, wie geht's? Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch. Also, ich habe Ihnen die Vorräte mitgebracht. Wo ist der Hubschrauber? Ich helfe Ihnen beim Beladen. Außer Betrieb. Wie wollen Sie dann die Sachen dort verteilen? Ich habe Dan gebeten, mich mitzunehmen. Ich hätte ja Jim gebeten, aber seine Maschine ist zu groß für die Landebahn. Eigentlich ist das doch auch für Sie wunderbar. Der Doc wird Ihnen den Weg zeigen. Danke. Nicht zu danken. Ach ja, Dan, und wenn Sie zurückkommen, wir suchen immer gute Piloten für die gute Sache. Danke, diese gute Sache reicht mir. Okay, Doc, war schön, Sie zu sehen. Also hier, bei Sonnenaufgang. Rechts auf die andere. Auf den Stapel daneben. Was ist das alles? Es sind hauptsächlich Medikamente für Annies Dorf. Und die sind in Weihnachtspapier eingepackt? Operation Christkind. Das sind Geschenke für die Kinder. Und ich spiele auch noch den Nikolaus. Kommen Sie, beeilen Sie sich, damit wir los können, okay? Ja. Und sichern Sie die Ladung irgendwie. Das ist wirklich wunderbar, Dan. Seit Tagen grübel ich darüber, wie ich den Dorfbewohnern die ganzen Vorräte bringen kann. Ich war vollkommen ratlos. Und da habe ich gebetet. Und wie immer war auf Gott Verlass. Sie sind ein Geschenk des Himmels, Dan. Sicher hat Gott sie geschickt. Und sie werden belohnt werden für ihre Güte, mein Freund, indem sie sehen, wie die Kinder ihre Geschenke aufmachen und auch die Pakete. Gott wird ihre Großmut belohnen. Ich will Ihnen mal sagen, wie Sie meine Großmut belohnen können. Das will ich gern. Alles, was Sie wollen, Dan. Alles, was ich vermag. Dann halten Sie die Klappe, hm? Ich freue mich einfach so. Dan, wir müssen aufblicken zu Gott. Aufblicken? Oh! Oh! Wo ist du nun oben? Okay. Nein, 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 nein. Aufhören. Okay, gefällt Ihnen nicht? Na gut. Oh, Mann. Ich habe es verstanden. Wirklich? Es war sehr witzig, ehrlich, Dan. Wo ist die Karte geblieben? Ah ja. Was für Rauch ist das? Das ist Salazar. Ein ganz brutaler Bursche. Er hat seine eigene Armee und terrorisiert die Leute. Er kontrolliert in dieser Gegend sämtliche Dörfer. Es fällt schwer, solch einen Feind zu lieben. Wieso kommen Sie immer wieder her? Es muss doch sicherere Orte geben, wo Sie Ihr Missionsdings da durchziehen können. Daniel, auf meine Sicherheit kommt es nicht an. Es gibt keinen besseren Ort für mich, als da zu sein, wo Gott mich haben will. Außer bei ihm selbst zu sein, bei Gott. Warte, das da unten. Das ist es, wir sind da. Ach, das soll eine Landebahn sein? Er hat uns sicher hierher geführt. Nun mal langsam, wir sind noch nicht gelandet. Mal sehen, ob ich sicher runterbringen kann, das Baby. Wir sind im Landeanflug. Da werden wir. Thank you.
Gente! Es Mateo! Mateo, mi gente! ¡Hola! ¡Mira lo que les traje! Mateo! Benny! Gott sei Dank. Ich freue mich so, dass du da bist. Und wie ich mich freue. Geht's dir gut? Soweit ja. Was ist hier passiert? Das war Salazar. Er hat die Kirche und die Ambulanz niedergebrannt und die jungen Männer auf seine Felder entführt. Warum hast du uns nicht verständigt? Er hat das Funkgerät zerstört. Wir schaffen es schon. Dan? Du bist ja wohl der Letzte, den ich hier erwarten konnte. Was machst du denn hier? Dich hier wegholen. Dad schickt dich, richtig? Er bat mich, dich zu suchen und wieder heimzuholen. Ich hab Dad gesagt, ich werde hier nicht weggehen. Dass er dich schickt, ändert nichts daran. Was soll das Ganze? Ich meine, das ist doch Wahnsinn. Du solltest dich umsehen. Dan, ich bin Ärztin. Diese Menschen brauchen mich. Ich muss das für sie machen, ob es hier sicher ist oder nicht. Das glaube ich gern, aber aus triftigem Grund wurden die anderen Missionare hier längst abgezogen. Weil es höchst gefährlich ist. Ja, das ist es. Und mit dem Flugzeug da hinten hat Salazar einen guten Grund, wieder herzukommen. Richtig. Also laden wir aus und fliegen gleich wieder zurück. Aber ohne mich. Annie, du bist mitten in einem Krieg. Kapierst du das nicht? Weißt du was? Ich bin der Letzte, der hier rausfliegt. Dan, ich verlasse diese Menschen aber nicht. Annie, es ist keine Zeit mehr. Wir fliegen jetzt nach Hause. Bitte. Ich lasse einfach nicht zu, dass du Selbstmord begehst. Hey. Entschuldige, aber die passen gut auf mich auf. So, lass mal sehen. Verfolge meinen Finger mit den Augen. Hör schon auf damit, mir wird er ganz schwindelig. Wie geht's dem Patienten, Doktor? Ich denke, er kommt durch. Wie schön. Und ich habe eine wundervolle Nachricht für Sie. Der Häuptling vergibt Ihnen. Er vergibt mir? Was denn? Dass Sie ihn gezwungen haben, Sie K.O. zu schlagen. Das ist aber sehr großmütig. Also, ich habe dem Häuptling erklärt, wer du bist, und jetzt will er dich um Verzeihung bitten. Nein, sag ihm, es ist schon gut so. Geh einfach hin zu ihm, damit er sich entschuldigen kann. Wieso kommt der Häuptling nicht her? Es passiert in aller Öffentlichkeit, also muss er sich öffentlich dafür entschuldigen. Das ist Tradition. Nein, nein, das will ich nicht. Ich halte mich da raus, sehe ich. Er sitzt da vorne auf dem Stein. Häuptling, hier ist er. Hallo, Häuptling. Nosotros hemos perdido demasiados hombres por causa de la violencia. Reconozco que al principio te había visto como una persona violenta, pero estaba equivocado. Ahora te veo como un amigo y te suplico que me perdone. Gewalttätige Männer haben uns viel genommen. Ich sah sie als gewalttätigen Mann, doch ich habe mich geirrt. Ich sehe sie jetzt als Freund. Verzeihen Sie mir, dass ich Sie mit den alten Augen der Dunkelheit sah. Ich nehme Ihre Entschuldigung an, Häuptling. Auch du hattest etwas Schuld. Du hast mich angepackt. Du musst Was? Mich auch entschuldigen. Das ist auch Tradition. Oh, Augenblick. Er hat mir richtig ans Über gebraten. Sag ihm nein. Dan. Él le pide que también lo perdone, porque él es muy brusco y salvaje. Was ist denn nun? Der Häuptling, der vergibt ihn. Er vergibt mir? Ich habe mich nicht entschuldigt. Natürlich hast du das. Und der Häuptling hat ein Geschenk für dich. Ich will kein Geschenk. Dan, nein, ich Dan, Geschenke muss man annehmen. Das ist ja Tradition. Ich weiß schon. Das kommt mir allmählich bekannt vor, Häuptling. Danke. Was ist das, Annie? Hühnchen? So ähnlich. So ähnlich?
Schlange. Sehr gut, Schlange. Aha. Das haben sie also auf Englisch gelernt. Bravo! Hey! Was ist mit dem Kleinen? Das ist Raimondo. Er spricht nicht. Sein Vater kam um, als Salazar die Ambulanz in Schutt und Asche gelegt hat. Ein paar Tage später ist seine Mutter auf eine Mine getreten. Ich tat alles, sie zu retten, aber... Eine Mine? Salazar hat überall Minen gelegt. Entschuldige mich. Hey. Matteo. Haben Sie einen Lolli dabei? Na klar. Der Song wurde übrigens von einem ehemaligen Sklavenhändler geschrieben. Einem wirklich abscheulichen Mann, dessen Leben sich durch Gott gewandelt hatte. Und Gott hat sie ihm ans Herz gelegt. Diese wunderbare Musik. Danke. Ist vermint. Vermint? Warum verminen Sie eine Kirche? Damit wir nicht rein können. Sie wissen nicht, dass Gott in unseren Herzen ist und nicht in einem Haus. Was machst du an diesem gottverlassenen Ort? Er ist nicht gottverlassen. Tut mir leid, dass Dad dich damit reingezogen hat. Warum bist du gegangen? So etwas wie ein Ruf Gottes. Weggelaufen bist du schlicht und einfach. Nein, das ist nicht wahr. Das ist wahr. Nein, wir haben uns entgegengesetzt entwickelt nach diesem Unfall. Alles war anders danach, du hast ja, recht. Ja, ich fing dann an, mir ganz viele Fragen zu stellen. Und das hier ist die Antwort? Nein, ich fand die Antwort in der Liebe Gottes, seiner Versöhnung. Wie kannst du nur an etwas glauben, was du gar nicht siehst? Glaube bedeutet auch, dem Unsichtbaren zu vertrauen. Und das tust du? Ja, das tue ich. Dan, du glaubst doch daran, dass die Luft, die über die Tragflächen streicht, dir Auftrieb zum Fliegen verleiht. Du glaubst auch an etwas, was du nicht siehst. Mag schon sein. García llamando a la base. García llamando a la base, cambio. Esta es la base. Localizamos el avión.
pase allí. Ah, mira qué emocionante, ¿eh? De niños de todas partes del mundo. Aquí tenemos uno para un niño, otro para un niño. Aquí para una señorita por acá. Otra señorita para la chiquitina. Coge, coge la... Y ese es para ti. ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Vamos a ver. ¿A usted? ¡Esta! No, esta es de niña. No. Esta es para un joven. Y ahora que todos tenemos nuestras cajas, vamos a... Ah, miren lo que me apareció aquí. Pero ahora vamos a aprender cómo cepillarnos juntos, todos, ¿ves? Entonces, vamos a comenzar con los... dientes de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. ¿Qué es eso? Pedro, eso no es una peinilla, por favor. Ah, no permiso. Erwischt, so habe ich die noch nie benutzt. Jetzt zeigen Sie Ihnen mal, wie man sie benutzt. Okay. Jetzt aber richtig. Da! Wissen Sie, Sie bringen die Kinder zum Lachen. Das ist wunderbar, das ist toll. Ja, aber was ist mit dem da? Versuchen Sie es. Wie es ist, jemanden zu verlieren, den man liebt. Jemand, ohne den man glaubt, nicht leben zu können. Muchos regalos. Aquí cepillando los dientes, ¿verdad? Muy bien. Oh, déjame ver. Hola, soy hijo único, pero ahora me siento que tengo una mano en ti. Espero que te gusten estos regalos. Jesús te ama y yo también. Ich sehe mal nach der Maschine. Gehen wir spazieren? Gern. Annie, begreif das doch. Wenn du hier bleibst, kannst du umkommen. Du und deine Leute ebenso. Ich weiß, es wird hier immer gefährlicher. Ich habe dran gedacht, in ein anderes Dorf zu ziehen, aber bis zum nächsten sind es 50 Kilometer über die Berge und sie allesamt durch Salazars Gebiet zu führen. Du, ich fliege euch hier raus. Jetzt gleich. Wir könnten alle Kinder mitnehmen. Auch manche der Frauen. Manche der Frauen? Ja. Und die zurückbleiben, was ist mit denen? Ich kann nicht alle mitnehmen. Wir schicken einen Hubschrauber, der holt die anderen nach. Das könnte funktionieren, Dan, aber ich werde erst gehen, wenn der Letzte in Sicherheit ist. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Vámonos, vámonos. Aquí. ¿Dónde estás? El avión está aquí. Apúrate. Sí, sí. Rápido. Soy hierro aquí. Rápido. Soy hierro listo. Igual a la derecha. Vengan, hombres. Mateo, du hast mich zu Tode erschreckt. Sie sind wieder da. Die Soldaten sind im Dorf. Ich denke aber, sie wollen sich hier nur umsehen. Sollten sie die Maschine gesehen haben, werden sie sich nach mir umsehen. Wir müssen sofort ins Dorf zurück.
treffen uns im Dorf. Wohin willst du? Ich sehe nach der Maschine. Sei vorsichtig. Mach dir keine Sorgen. Okay? In Ordnung? Ja, ist es. Niemand verletzt? Ja, ist keinem was passiert. Du hast recht, Dan. Wir müssen dieses Dorf verlassen. Ich rede gleich mit Häuptling Juan. Häuptling. Wieso dauert das so lange? Dan, beruhigen Sie sich. Der Häuptling wird die richtige Entscheidung treffen. Ich bete, dass Gott ihm Weisheit schenkt. Sí, mi general. Estamos en el avión. Todo está bajo control. Ahí quédense. Ya voy. Also? Der Häuptling hat entschieden, dass wir gehen. Klasse, Häuptling. Aber alle im Dorf. Das ist absurd. Wie sollen wir die vielen Leute ins Flugzeug kriegen? Wenn du die Sitze ausbaust, könnte es gehen. Wir wären zu schwer und würden nicht abheben können. Ich werde von denen niemanden hier lassen. Und ich kann dich nicht hier lassen. Und genau deshalb gehen wir alle zusammen. Glaube einfach daran, Dan. Der Glaube allein reicht da nicht. Zwei Soldaten bewachen die Maschine zurzeit. Ich weiß, wie das ist, Kumpel. Hola! Aber ich bin ein friedlicher Mensch. Ich würde Ihnen niemals was tun. Quieto ahí, no se mueva. Ich habe gesagt, ich würde ihm nichts tun. Von Ihnen habe ich nicht geredet. Korrekt. Wie viele Dorfbewohner sind es? 25. Ohne uns. Ich muss Ihr Gewicht kennen. Das kann ich für Sie ausrechnen, glaube ich. Das wär's. Gut gemacht, mein Freund. Jetzt werden alle reinpassen. Gut. Sind alle soweit? Ja, so gut wie. Unglaublich, dass wir alle mitnehmen wollen. Wir haben Übergewicht. Aber wir müssen hier einfach weg. Jetzt sofort. Denn du bist die Antwort auf all meine Gebete. Was? Dass ich mal sowas zu dir sagen würde, hättest du sicher nicht erwartet, was? Raimundo, bleib stehen! Bleib stehen, ich hole dich! Muss ich dich? Bleib ruhig! Raimundo, está bien. Párate, cuidado.
Halte durch! Alles okay. Keine Sorge. Ich bin gleich bei dir. Okay. Also, jetzt komm. Alles klar. Halt dich gut fest. Okay. Der 100 Schafe hütet. Ja. Und wenn eins vom Wege abkommt und in Schwierigkeiten gerät, was meinen Sie, tut er denn? Weiß ich nicht. Denn was würden Sie tun, wenn Sie der Schafhirte wären und eins Ihrer Schafe verloren geht? Ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich es aufgeben. Na, glücklicherweise gibt Gott niemanden von uns auf. Aha. Jesus würde so lange suchen, bis er das fehlende Schaf gefunden hat und zur Herde zurückbringen. Sie sind ein großer Segen, mein Freund. Und vielleicht wird der Schäfer auch Sie bald zur Herde zurückbringen. Nein. Was machen Sie da? Den Treibstoff ablassen. Ja, das sehe ich. Warum? Damit die Maschine leichter ist. Dann will ich mal hoffen, dass Sie nicht zu viel ablassen. Das hoffe ich auch. Sie sind wirklich besorgt, dass wir es nicht schaffen könnten. Wir haben 400 Kilo Übergewicht. Aber das ist doch eine große Maschine. Kann die das nicht packen? Die letzte überladene Maschine, die ich flog, ist abgestürzt. Dabei starb mein bester Freund, Annies Bruder. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Es ist klar, mein Freund, dass Gott Sie aus einem bestimmten Grund hierher geführt hat. Kriegst du sie wieder hin? Ja, es wird schon gehen. Was hast du, Darby? Es ist okay. Nein. Mira lo que me encontré. Es bonito. Bonito. ¿Qué le parece, señor? ¿Eh? ¿Le gusta? ¿Qué es esto? No sé. ¿Quién hizo esto a mi avión? No sé, señor. Yo estaba esperándolo a usted en el... ¿Y los guardias? Debían estar aquí. No sé qué ocurre. ¡Pues encóntremelos!
jetzt. Kopf hoch, ja? Wir schaffen das. Klar, was sollen wir tun? Zu Salazar gehen und sagen, gib uns die Maschine zurück? Hey, ich bin hier der Zyniker, falls du es nicht mehr weißt. Ich bin nur... Okay, ich habe eine Idee. Ich komme gleich wieder. Wohin willst du? Sorg dafür, dass niemand sich rührt. Das ist ein sehr schönes Geschenk, aber es nützt mir nichts ohne Piloten. Verstehen Sie, ich kann es nicht selber fliegen. Ich möchte Ihnen meine Hilfe anbieten zu Ihrer Sicherheit. Aber zuerst müssen Sie mir den Piloten bringen. Sie können sich nicht ewig im Dschungel verstecken. Das ist die letzte Warnung. Wir werden Sie finden. Kommen Sie jetzt raus. Tun Sie es für die Dorfbewohner. Denken Sie darüber nach. Síganme. Usted, lo demás, al otro camión. Lo quiero, ¿eh? Que Dios los bendiga. Sind alle drin? Außer Matteo. Ich weiß nicht, wo Matteo ist. Wir können nicht länger warten. Wir müssen starten. Schließ die Tür. Thank you.
nichts, wir sind zu schwer. Ja, und was nun? Ohne Gegenwind können wir es nicht schaffen. Du, selbst der Wind gehorcht ihm. Haltet euch fest! Nicht. Du musst daran glauben. Es war ein Wunder, Dan. Ein physikalisches Gesetz wohl eher. Matteo, was ist mit Matteo? Ich habe ihn aus dem Wagen springen sehen. Aber danach... Hat's dich... erwischt? Ja, hat es, aber es ganz geht vorsichtig. So, vorsichtig. Hey, wie geht's dir? Einigermaßen. Es wird schon gehen, schätze ich, wenn wir gelandet sind. Wir müssten bald in Santa Rita sein. Ja, wir haben sie reingepackt wie die Sardinen. Wen haben Sie dabei? Wir haben das ganze Dorf dabei. Das ganze Dorf? Wie konnten Sie denn überhaupt abheben? Ja, da gibt es hier verschiedene Ansichten und wir brauchen einen Krankenwagen. Alles klar, verstanden. Gleich haben wir es geschafft.
Und wie geht's dir? Hey, mir geht's gut. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ruh dich lieber aus. Un hombre. ¿Por qué estos idiotas no pueden encontrar a un hombre? ¿Alles en Ordnung? Ja. Nein, eigentlich nicht. Sie haben Gutes geleistet. Ich muss los. Wohin? Eines der Schafe fehlt noch. Anne sagt, er ist bestimmt umgekommen. Ja, vermutlich. Warum wollen Sie dann nochmal zurück? Was ist, wenn er noch lebt? Ihr Plan? Nach Alto Risco fliegen, Matteo holen und mit ihm zurück. Klingt einfach. Bin dabei. Gut. Wann ist er repariert worden? Wieso repariert? Na toll. Also erklär mir noch mal genau, wie wir ihn finden. Ganz niedrig fliegen und sehen, ob wir ihn irgendwo entdecken. Aha. Okay, aber einen Schritt weiter gedacht. Wenn wir ihn finden, wie holen wir ihn an Bord? Das weiß ich selbst noch nicht so genau. Du warst sicher einer von denen, die ihre Hausaufgaben am Abend vorher gemacht haben. Nein. Er ist auf dem Weg zur Schule. Was ist das? Das sind meine Hausaufgaben. Wir nähern uns von Westen. Aus der Richtung werden Sie nichts erwarten, nehme ich an. Richtig. Flieg schnell und tief ein, Jim. Du musst nicht landen, ich springe. Du kreist dann außer Schussweite. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Schnell und tief, verstanden? Richtig.
pista. Vamos. Du bist zurückgekommen. Mann, du holst mich. Ich habe gebetet und Gott hat dich geschickt. Du siehst ja gut aus, amigo. Hab mich angepasst. Es ist geglückt. Sie haben mich nicht gefunden. Jim, jetzt brauchen wir dich. Los. Verstanden, bin unterwegs. Er kommt runter. Okay. Los. Was hast du vor? Meine Hausaufgaben abgeben. Ja. Hör zu. Schone dich. Ich glaube, es ist Zeit für mich, heimzukehren. Ja. Deshalb habe ich dich geholt. Nein, mein Zuhause ist bei dem Herrn. Ich denke, es ist sein Wille, dass ich jetzt zu ihm gehe. Es gibt keinen besseren Ort, als da zu sein, wo Gott mich haben will. Und nichts ist besser, als bei ihm zu sein. Wusste er das? Seinen Flugplan hat er im Himmel eingereicht, vor langer Zeit bereits. Da ist er jetzt gelandet. Verstehe ich nicht. Wie konnte dieser Mann so sicher sein? Christen glauben, die Bibel sei Gottes Richtschnur für sie. Und da steht, Gott liebte die Welt so sehr, dass er ihr seinen einzigen Sohn gab. Und wer an ihn glaubt, wird nicht für immer sterben, sondern das ewige Leben haben. Dieses Versprechen hat Matteo Frieden gegeben. Ich wünschte mir diesen Frieden, diese Zuversicht. Weißt du denn, mein Vater war Pastor. Ich dachte, ich hätte damit schon den Freiflug in den Himmel. Aber ich lief die ganze Zeit in die falsche Richtung.
Ich tat mich schwer darin, mir klarzumachen, dass ich mich verirrt hatte. Daraufhin hat mir die Vorstellung, für alle Ewigkeit den Himmel zu verpassen, furchtbare Angst gemacht. Aber Jesus ist ja gekommen, um uns das volle Leben zu schenken. Er ist gekommen und ist verblutet. Er starb am Kreuz und stand von den Toten auf. Und er hat sein Blut auch für meine Sünden vergossen. Für unsere Sünden. Als mir das klar wurde, war ich überwältigt von so einer Liebe. Und da bat ich den Herrn, mir zu vergeben. Und dass er mich gnädig annimmt. Jetzt bin ich gerettet. Ich weiß immer noch nicht, wie ich ihn... Du solltest zu ihm beten. Beten? Ich? Ich weiß gar nicht, wie ich das anstelle. Beten heißt einfach, mit Gott zu sprechen. Die Worte sind dabei nicht so wichtig wie die Einstellung im Herzen. Ich war lange Zeit auf Irrwegen. Zu lange. Wie eins von den Schafen. Vergib mir, Herr, für mein Leben. Alles, was mich von dir trennte. Meine Sünden. Nimm mich an, Herr. Ich lege mein Leben in deine Hand. Im Namen von Jesus Christus. Lass mich auf seinen Wegen gehen. Amen. Du hast es wirklich geschafft. Und Matteo? Er nicht. Ich weiß nicht, wie Annie das verkraftet. Denn ich hatte keine Ahnung, dass sowas passieren würde. Das hatte wohl niemand. Aber ich bin froh und dankbar, dass dir nichts passiert ist. Und dass du meine Tochter zurückgebracht hast. Ich freue mich, dass du hier bist, Tony. Sie braucht dich. Wir wechseln den Verband und dann nehmen wir den Zugang weg. Sie sind hier morgen früh raus. Danke. Übrigens, hier ist noch jemand, der zu Ihnen will. Dad, du bist hier? Du bist also wirklich hierher gekommen? Wirklich, ja. Ich hätte nur viel früher kommen sollen. Du hattest recht. Ich hätte nicht so lange bleiben sollen. Entschuldige. Ich hätte auf dich hören sollen. Wenn Dan und Matteo was passiert ist, ist es nur meine Schuld. Nein. Du hast getan, was du für richtig hielst. Du musst aufhören, dir Vorwürfe zu machen. Ich mach dir aber welche, seit das Unglück geschah. Und fast hätte es uns alle vernichtet. Wenn du Dan nicht geschickt hättest, weiß ich nicht, was passiert wäre. Dan liebt dich. Ich wusste, dass er dich da rausholt. Er brachte uns alle da raus. Das ganze Dorf hat er rausgeholt. So vieles ist passiert. Mein guter Freund Matteo ist dort geblieben und hat sein Leben riskiert, uns zu retten. Dan wollte nach ihm suchen. Ich weiß. Dan ist wieder zurück. Und er will dich sehen. Hey. Matteo, hast du ihn gefunden? Gefunden, ja. Er wurde erschossen. Auf der Flucht. Es tut mir leid, Schatz. Er ist in meinen Armen gestorben, Annie. Was? Er sagte,
Es sei Zeit für ihn heimzugehen. Was hier in den letzten paar Tagen geschehen ist, steht beispielhaft für die Liebe Gottes. Niemand hat größere Liebe als die, dass er bereit ist, sein Leben für seine Freunde zu lassen. Die Bibel sagt uns, dass es für jeden Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, um dann für sein Leben Rechenschaft abzulegen. Ja, Matteo hat seine Verabredung mit dem Tod eingehalten. Und mit der Ewigkeit. Jetzt genießt er seinen Lohn bei Gott im Himmel. Nun, wir sind hier, dieses Krankenhaus einzuweihen. Und wir tun das im Namen unseres guten Freundes Matteo. Und zur Ehre des Herrn, unseres Gottes. Amen. 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 Ich habe euch schon gesucht. Ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe eben mit meinem alten Freund Senator Furman in Washington telefoniert. Du wirst bald wieder in dein Dorf zurück können. Die kolumbianische Regierung schickt jetzt Truppen, um die Männer zu befreien und Salazars Unwesen ein Ende zu bereiten. Oh, das ist großartig, Dad. Und noch etwas. Deine Ambulanz baue ich wieder auf. Wirklich? Und ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass alles gut wird. Ich hätte das eigentlich schon längst machen sollen. Ich hätte eine Menge tun sollen. Und ich will versuchen, es wieder gut zu machen. An euch beiden. Danke. Tony, danke. Ich danke dir. Ich muss jetzt mit Dr. Bob sprechen. Bis nachher, ihr zwei. Okay. Mann. Dass ich Dad und dich noch mal versöhnt sehe, hätte ich nicht gedacht. Könnte das nicht durchgehen als ein Wunder? Ja. Ich habe noch was mit dir zu besprechen. Was? Ich will dir erzählen, was neulich passiert ist, auf dem Rückflug im Hubschrauber. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber bestimmt kennst du auch die Geschichte aus der Bibel. Von dem guten Hirten und dem verlorenen Schaf. Matteo hat sie erzählt. Ja, du meinst das Gleichnis. Also, das verlorene Schaf, das war ich. Aber ich bin jetzt nicht mehr am Herumirren. Oh, Dad. Er hat mich gefunden. Ich wusste es. Ich wusste, irgendwas hatte sich geändert also, an dir. Wenn Jims Angebot noch gilt, dann würde ich, wenn es dir recht ist, dir gern helfen. Ich bin ja so froh. Ich habe dafür gebetet, die letzten 5 Jahre. Für mich? 5 Jahre? Für uns. Denn ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Annie. Out for me, I pushed you away. I was not willing to change. You tried to save me from myself, but I didn't care. And even when you were long gone, I was still in your prayers. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand, a righteous friend and neighbor, or something more than that? Are you the answer to an unanswered prayer? Have I been entertaining an angel unaware? Are you the pillow where I lay my dreams?
are you just something I'm imagining? Your heart reflects a light from a much brighter place, and your love always leaves me in a higher state of grace. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand, a righteous friend and neighbor, or something more than that? Are you the answer to an unanswered prayer? Have I been entertaining an angel unaware? Of all the things I'm thankful for, you're the highest on my list. But there's one thing I'd like to know, so please just tell me this. Are you just a good Samaritan that lends a helping hand, righteous friend and neighbor, or something more than that? Are you the answer to an unanswered prayer? Have I been entertained?